Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollen nochmal einen der Baals hier versuchen zu überzeugen, dass wir hierhin gehören, damit wir an das Kraut von Kor'Kalom kommen. Und das wird aber irgendwie noch eine Herausforderung sein. Hier, die müssen wir irgendwie einschlafen, weil wir hier Baal Kadar haben. Die müssen wir einschläfern. Einen zumindest. So, oder vielleicht finden wir hier noch einen Baal, der vielleicht einfacher ist. Können wir hier einfach so durch? Hier ist kein Durchgang, es ist nur eine Hütte. So, den haben wir überzeugt. Da ist ja Dusty. Vielleicht finden wir noch Melvin irgendwo. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo Melvin ist. War hier das vielleicht ist ein Baal? Nicht mein Problem. Dario. So. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. So, mal gucken. Was können wir ihm andrehen? Das ist wirklich nicht mein Problem. So. Packen braucht man nicht. Eine Klinge. So, Fackel. Rasiermesser. Was haben wir noch? Ich dachte, das wäre schon mal gegen. So, Rüstung. Ich hab mich da lieber raus. Nagelkeule. Einhandwaffe. Also das ärgert ihn. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Okay, Spitzhacke haben wir sogar einen mehr. So, 91 kriegen wir dafür. Das ist eben so. So. Holen wir uns 90. 90 Erz erstmal annehmen. Muss eben aufpassen, was man auch einsieht. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Ende machen. Aber behalt's für dich. Und dann hier jetzt nochmal schauen. Wir haben ja. Die. Der gibt 13 Schaden. Der okay, den können wir verkaufen dann. Aber behalt's für dich. So. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. So, man muss okay. Eben aufpassen, was man auch erzählt. Wo waren die Waffen? Dann die Nagelkeule. Kriegen wir nur 7. Was können wir ihm noch geben? Rohstahl, Klinge, Erzbrocken. Will ich trotzdem nicht stecken. Der gibt nur 5 Schaden. Der gibt 9 Schaden. Grobes Schwert gibt 20 Schaden, aber benötigt Stärke. Wert 100. Lass uns lieber eben aufpassen. Dann gebe ich ihm. So, warte. Gebe ich ihm das so. Da muss wohl doch was dran sein. So, dann kann ich eben von meinen Waffen. Ich halte mich da lieber raus. Solange ich damit nichts zu tun habe. Den hier? Haben wir denn überhaupt die benötigte Stärke? Stärke haben wir 35. Okay, dann können wir ihm die Axt abgeben. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Dann haben wir wenigstens ein grobes Schwert. Und können die Axt dann loswerden. So, dann holen wir uns nochmal. So. Dann sind wir jetzt gerade auf derselben Position wie vorher, aber haben eine bessere Waffe, ein besseres Schwert. Vielleicht können wir auch mehr, also Schaden können wir definitiv mehr machen, aber vielleicht können wir dann auch gegen stärkere Gegner ankommen. Wie sieht es eigentlich jetzt auch mit meinen Punkten aus? Da fehlt nicht mehr viel. Quatschen wir mal mit Harlock. Super gequatscht. Ja, ich weiß jetzt aber sonst nicht weiter. Ich mach hier aber mal kurz ein Safe Game.
Da wir jetzt die neue Waffe haben. Das passiert nicht auch. Vielleicht können wir auch einfach so hier durch. Aber behalt's für dich, muss ich gleich wieder. Mal gucken. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Noch einen Schritt weiter und du trittst deinem Schöpfer gegenüber. Alarm! Beim nächsten Mal bringe ich dich um. Okay. Der bringt mich doch um. Boah, der hat mich einfach gekillt. Okay, ich wollte es aber nur ausprobiert haben, ja? Ja, aber wir brauchen erstmal auch ordentliche Rüstung. Talas, dem können wir quatschen. Lass mal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Dem können wir nicht quatschen. Ja. In der Geschichte muss aber was dran sein. Okay, Josh da hinten dreht wieder durch. Und ja, ich habe Yoshi bei mir hier im... hier melden. Ich kenne Dusty, hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Okay, kann ich jetzt nochmal was Neues sagen zum Thema Melfen? Zum Thema das Team. Frag ihn nochmal. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal-Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Aber wie komme ich bei den anderen jetzt noch weiter? Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal-Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Ich frag mal Thorndalf, ob der mir... Ja, da komme ich jetzt erstmal so nicht hin. Frag mal Thorndalf, ob er mir vielleicht hilft, eine Spruchrolle hier zu kaufen, zum Schlafen. Dann setze ich das erste Mal auf Magie ein. So, Novize. Jo. So geht's auch. Wo war der denn nochmal? Jetzt muss ich den erstmal da hinten. Der kann mir aber sicher helfen, eine Spruchrolle zu kaufen. Thorndral. Nee, der hilft mir nicht. Dusty, Novize. Sonst muss ich mal schauen, dass ich vielleicht irgendwo anders irgendwie Schlafzauber oder sowas lerne. Solange ich damit. Dann gehen wir noch einmal vielleicht zurück zu zum alten Lager. Oder vielleicht zum neuen Lager. Hier kommen wir nicht weiter. Da hinten müssen wir rum. Oder obwohl wir könnten vielleicht auch mit Namib quatschen. Ich glaube kaum nicht. Vielleicht kann mir Namib helfen. Oder Lester. War nicht besonders schlau. Okay, den kann ich nicht anquatschen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, nee, der kann mir da wahrscheinlich auch. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, egal, dann gehen wir erstmal zurück ins alte Lager.
So. Der verschwundene Gardist. Der Koch Snaff hat Neck zum letzten Mal gesehen, als er Pilze pflücken ging. Der Schatten Sla hat mir versprochen, ein gutes Wort bei Diego für mich einzulegen, wenn ich Neck finde. Der Gardist könnte zum neuen Lager übergelaufen sein. Fletcher aus dem Arena-Viertel sollte ich nach Neck fragen. Der Butler im Arena-Viertel, wo in Neck verschwunden ist. Aber ich habe ja Neck schon gefunden. Egal, dann gehen wir trotzdem mal. Dann müssen wir halt leider unsere Anhänger von Neck hier abgeben. Dass keiner aber was sagt, dass wir den Anhänger da tragen. Finde ich schon interessant. Wie sieht es denn hier aus? 9930 von 10.050. Da bin ich jetzt gespannt, wie stark wir jetzt eigentlich mit dieser neuen Waffe sind. Wir könnten es mal durch den Wald riskieren. Würde ich hier nochmal ein Safe Game machen. Dann gehen wir hier mal durch. Genau, dann das ist ja eigentlich der direkte Weg. Ich hoffe, die verstehen das hier auch. Da sind nämlich ein paar Wölfe, wie ich gerade gesehen habe. Jo. Okay. Das war doch zu hart. Das schaffen wir so nicht. Gegen die Barane werden wir auch nicht schaffen. Das ist schon klar. So, wen mussten wir jetzt eigentlich wegen Neck hier anquatschen? Es wäre schön, wenn wir irgendwie ein bisschen mehr Punkte kriegen könnten. Den Strike werden wir auch noch nicht ankommen. Sind wir immer noch zu schwach und zu schwach gerüstet. So, und von denen können wir auch noch nicht unser Erz zurückholen. Wir werden auch früher oder später jeden Einzelnen hier unser Erz zurückholen. So, Jakal ist jetzt hier. Aber diese Eintreiber, die werden wir noch fertig machen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die noch für uns arbeiten. Mit Baal Paves noch mal quatschen. Der erstmal muss sein. Was hätte ich davon, mich einzuschließen? Wäre es schlecht? Nee. Butler, Gardist, Fisk. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Die haben wir. Die wäre mir lieber gewesen, aber wir haben jetzt erstmal die untere, die leichte. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Okay. Erstmal so an eine normale, vernünftige Butlerhose oder Rüstung kommen wir erstmal nicht. Whistler. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir einen Gefallen getan. Ich tue dir einen. Ich werde Diego erzählen, dass du ein zuverlässiger Mann bist. Okay.
nicht anquatschen? Wen mussten wir jetzt nochmal wegen Neck hier anquatschen? Slide war das doch, oder? Ich habe Neck gefunden. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Toll, wir sind das Amulett jetzt leider losgeworden. Nee. Was? Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, ich mach dich noch fertig, Laguin. Du wirst der Erste sein, den ich hier im alten Lager ausschalten werde. War nicht besonders schlau. Bald heran, vielleicht kann ich mit dem noch quatschen. Nachdem er fertig geraucht hat. Er muss erstmal rauchen. Wie komme ich zum neuen Level? Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Nichts. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Es ist einer der Magier. Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Okay, egal. Vielleicht reicht das eigentlich, was wir jetzt geschafft haben, damit wir Teil werden. Wir quatschen jetzt nochmal mit Diego. Vielleicht muss ich für Dexter nichts machen. Wie sieht's aus mit meinem Ansehen im Lager? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal, er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein erstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Okay, was muss ich noch machen? Also ich muss wahrscheinlich da unten kämpfen noch. Ich muss wahrscheinlich hier noch gegen den einen Jutta kämpfen und gewinnen. Und da brauche ich noch ein bisschen Skill. So, kann ich mit Snaff noch quatschen? So, du hast gesagt, ich kann so viel von deinem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Nice. Dann haben wir hier nochmal. Haben wir noch Quests offen? Die Lurker im Damm, Aufnahme Sumpflager, Shrike's Hütte, Horatio der Bauer, Aufnahme neues Lager, Rezept der Sekte. So. Ich glaube. Sketty, der Arena-Meister, wird von mir beeindruckt sein, wenn ich einen der Kämpfer fordere. Um aufgenommen zu werden, muss ich wichtige Leute im Außenring beeindrucken, um eine Prüfung des Vertrauens bei Diego ablegen. Also ist das jetzt nur noch das eine
Kampf hier unten in der Arena, was jetzt wirklich wichtig ist gegen Scatty? Also Dexter ist nicht wichtig. Habe ich das richtig verstanden? Ich muss nur gegen Kirgo kämpfen, das würde schon reichen. Ich würde sagen, jetzt nochmal riskieren. Ansonsten suche ich uns mal was, wo wir ein bisschen Skills. Lass uns kämpfen, haben. Bist du bereit? Folge mir. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Hä, wir müssen doch kämpfen. Du lernst schnell. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Versuch okay. Das nicht nochmal! Okay, laden wir nochmal, dann suchen wir uns irgendwo irgendwas, das wir schon mal bekämpfen können, um ein bisschen Skills zu sammeln. Dann gehen wir mal ein bisschen raus. Der wievielte Tag ist das denn schon hier? Kann ich das irgendwo sehen? Eine Woche, eine Ingame-Woche haben wir hier schon verbracht. Okay, alles klar, eine Ingame-Woche. Ist schon mal ein bisschen was. Aber dann müssen wir halt ein bisschen Punkte sammeln. Wir ja, sind nur noch 320 Punkte, die wir brauchen. Haben wir vielleicht noch andere Quests? Vielleicht können wir auch einmal in Richtung neues Lager gehen. Obwohl, das können wir auch nächstes Mal machen. Gehen wir einmal in den Wald da hinten und schauen mal, ob wir da nicht vielleicht ein, zwei Viecher finden. Hier wieder eine Hürde. Yoshi, Feuer am Schwimmen. Also, Rückenwache. Gucken wir mal, ob wir da ein paar Viecher finden. Gegen die Dinos da hinten kommen wir noch nicht an. Aber hier müssten an sich so schon irgendwo ein paar Tierchen nur sein, die wir erlegen können. 320 Punkte, mehr brauchen wir nicht. Und dann könnten wir eigentlich den einhändigen Schwertkampf hier ein bisschen aufleveln. Ich mach nochmal ein Save Game. So. Wo gibt's hier Viecher? Paskevent, das würde auch schon reichen. Das sieht nach einem Lurker aus. Den machen wir lieber noch nicht. Hier haben wir ein paar Viecher. Ich hoffe, gegen die kommen wir an. Es sind aber ein paar viele. Vier Stück. Da sind auch nochmal einige von den Mücken. Gegen zu viele von denen schaffen wir es auch nicht. Einzeln? Ja, definitiv. Zwei kommen wir auch noch zurecht. Nein. Jo. Okay. Einsammeln. Ist einiges an Erz wert. So, da ist der nächste. Komm. Das ist Gewenders. Jetzt mit der Blutfliege. Ja, geil. Hallo, ich wollte einsammeln. Ich wollte looten. Okay, nice. Da sind Scavengers. Die. Das sind 150 Punkte. Und die nehmen wir mit. Alter, Alter, was? Alter. Okay. Übertrieben geil, gerade. So, wie viel fehlt uns noch jetzt? 30 Punkte. 30 Punkte noch. Machen wir ein Safe Game. Gucken wir mal. Also, egal welches Viech, was keine Fleischwanze ist. Ein Viech.
Ich höre hier aber irgendwo was. Achso. Ja, nice. Okay, der Wolf hat nichts. Okay, geil. Haben wir geschafft. Levelaufstieg. Wie sieht's hier jetzt aus? Lebensenergie 112 haben wir jetzt. Nice. So. Geil, dann können wir jetzt einhändig lernen. So, wo war das nochmal mit dem einhändig lernen? Bei irgendwem konnten wir ja einhändig lernen. Einhändig mit Handwaffen. Vielleicht sind wir dann jetzt stark genug, um beim nächsten Mal gegen Kirgo anzutreten, wenn wir einhändig drauf haben. Aber warte dich, muss nicht gleich jeder. Dich. Ich glaube, komm. So, ich glaube. Ich dachte, das hilft. Ich höre mich nicht. Ich glaube, es war tatsächlich bei Dingenstone. Bei dem Arena-Leiter. Doch bei dem konnten wir einhändig lernen. Also nicht bei Fingers, sondern hier unten. Das kostet auch, glaube ich, 10 Erz. Genau, bei Scotty. Trainierst du auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Okay, Einhänder, 50 Erz. Okay, muss ich erstmal kurz was verkaufen gehen. Weil 50 Erz habe ich gerade nicht, aber zum Glück habe ich genug gesammelt, um das hinzukriegen. So, suchen wir mal. Die Händler, die waren ja da hinten. Wäre das ganz anders. Das passiert mir nicht. Lass uns lieber was anderes. Alter, Yoshi, der dreht da hinten voll ab. Nimmt das ganze Terrarium da auseinander. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Mein Problem. So. Wo war ein Fisk? Ein Fisk konnte ich handeln. Da ist Fisk. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wäre das ganz anders gelaufen. So. 32 ist das wert. Und wir haben 32. So, sonst. 480 hat er. Jo. Dann können wir jetzt nochmal zu Scotty gehen und dann einhändig lernen. Und dann hoffentlich sind wir. Hit, um gegen Kirgo zu kämpfen. Das passiert mir nicht nochmal. Und da war nicht alles geht. So, erstmal den ganzen Weg hier zurück. Obwohl, ganz am Startgebiet, da gab es ja noch ein paar Fleischpflanzen, die wir auseinandernehmen könnten. Wären zwar nur 10 Erfahrungspunkte pro hier. Pro Fleischpflanze, aber egal. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, Stufe 1, 50 Erz, 10 Lernpunkte machen. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Ah, okay.
So, trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Stufe 250 Erz und 20 Lernpunkte. Okay. So, wie sieht das jetzt aus? Ausgebildet. Chance des Versagens ist nur noch bei 50%. Ah ne, warte. Falsch. Wo waren das? Da oben. Volltrefferchance 5%. Okay, es hat sich erhöht. Einhänder. Okay, nice. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge treten wir noch einmal gegen Kirgo an und sehen zu, dass wir vielleicht sogar ein bisschen mehr Erfahrungspunkte sammeln. Wie viel brauchen wir jetzt für die nächste Stufe? 14.000. Okay, also 3.440. Das schaffen wir wohl. So, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.